nicht nur für Krawall und für Pyrotechnik bekannt, sondern auch für großartige Choreografien. Wir hoffen einfach darauf, dass wir uns ansonsten nur mit toller Stimmung und mit großartigem Sport beschäftigen können. Ja, etwas ungewohnt, die weißen Hosen, die weißen Stutzen bei Borussia Dortmund. Ja, schwarz-gelb ist die Farbe des Gastgebers, Dynamo Dresden natürlich genauso. Also spielt Dortmund heute in Blütenweiß, wie beim Pokalsieg 1965 im Finale gegen Aachen. Oder zuletzt im April 2007 beim 4:1 Erfolg auf dem Titel. Wir gehen rüber. Nächste, dann haben Sie Anschluss. Alles gut. Er musste mit dem Hilfe im Moment überlegen. Jetzt hat das, wie es funktioniert, damit Sie in der zweiten Hälfte auf Ihren K-Block zuspielen. Das ist Tobias Welz, 37 Jahre alt, aus Wiesbaden. Fünfte Saison in der Bundesliga, hat einen sehr guten Weg genommen. Die Nominierung fürs Achtelfinale spricht für sich. Ein Schlüsselspieler heute gerade in Abwesenheit von Aubameyang, mit dem Dortmund in der Startelf nur ein Spiel verloren hat. Also das war sowas wie die große Idee von Jürgen Klopp, Aubameyang vorne reinzustellen. Auf den müssen sie verzichten. Justin Eilers werden sie im Blick haben. Hummels und Subotic. Beeindruckend war das, was Borussia Dortmund gegen Schalke gezeigt hat. Aber davor, in den Spielen davor, nicht zu vergessen, dreimal in Folge zwei Gegentore. Es bleibt eine gewisse Grundskepsis im Umfeld des BVB, ob jetzt denn endlich alles gut wird. Die Gefahr abzuheben besteht nicht. Das Spiel läuft. Dortmund also im ungewohnten Weiß von rechts nach links. Marco Reus heute also keineswegs geschont. Sie haben sich auch schwer getan, Aubameyang zu Hause zu lassen, eben weil er ein Torgarant ist und dafür sorgt, dass das Angriffsspiel funktioniert. Und doch, sie nehmen die Situation in allen Wettbewerben so ernst, dass sie hier nicht Verletzungen riskieren wollen, schon gar nicht Verletzungen, die schlimmer werden, wie bei Sahin oder dem Topmann im Moment im Angriffszentrum, jetzt im Immobile. Eine Gelegenheit mehr zu zeigen, was er so oft versteckt hat. Erste Durchsage im Stadion Dresden. Pyrotechnik gezündet im Block von Borussia Dortmund. Wollte eigentlich mir jetzt die Geschichte aus dem Jahr 2011 ersparen, als es wirklich dahin ging, die ersten Böller, als es schlimme Ausschreitungen gab. Dresden hat nach einem Wiederholungsfall später ja ein Jahr Pokalausschluss hinter sich. Konzentrieren wir uns erstmal auf den Sport und auf Oliver Kirch. Ja, was kann man anders machen als diverse Vereine in der Bundesliga? Schalke ja sehr defensiv in Dortmund, aber Dynamos Trainer Peter Nemeth und vor allem seinen Assistenten Christian Walter nicht defensiv genug. Ihre Analyse: Schalke hat viel zu weit vom eigenen Tor weg verteidigt, hat dadurch Räume dem Gegner gegeben, die Borussia Dortmund allein schon durch diese Chipbälle von Mats Hummels prächtig nutzt. Die Chance wollen sie ihn heute verwehren. Also darauf wird sich Dortmund einstellen müssen. Tekerci, auch hinter ihm Vrsovic aus der BVB-Jugend, hinten links, fliegen in die Zweikämpfe. Sie können es nur
stemmen mit dem maximalen körperlichen und physischen Aufwand. Das ist Peter Nemeth, nicht der Rhetoriker wie der BVB-Trainer Jürgen Klopp. Er wirkt biestig, er wirkt ernst, aber er ist entschlossen, seine Chance zu nutzen, hat durchaus Humor. Macht mit dem Co-Trainer zusammen hier gerne mal nach Mitternacht im Stadion das Licht aus. Sie arbeiten wirklich rund um die Uhr für Dynamo und für auch die Chance ihres Lebens. Denn nichts anderes ist das, sich als Cheftrainer hier in Dresden bei einem Club mit Erstliga-Umfeld, der in die dritte Liga abgerutscht ist, zu etablieren und vielleicht gemeinsam den Weg in höhere Sphären zu schaffen. Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Marco Reus holt sich die Bälle an der Mittellinie, um erstmal sich langsam hineinzufinden in die Partie. Gündoğan. Frei, geschickt abgeblockt. Moll und Yannick Müller sind die beiden, die in der zentralen Position vor der Abwehr diesen Job übernehmen. Ganz viel abzufangen, um die Abwehr zu entlasten. Justin Einers gestoppt, fair gestoppt von Subotic. Sie gewarnt, genau auf diese Bälle vorbereitet. Da werden Hiffele und Erdmann, diese beiden so harten, so kompromisslosen Innenverteidiger, ganz wachsam sein und zur Not mal lieber 5 Meter näher am eigenen Tor stehen, als zu weit davon weg. Und das wird die spannende Frage: Wie erarbeitet sich Borussia Dortmund mit neuem Selbstvertrauen hier die Räume, um zum Torerfolg zu kommen? Schön gespielt. Teixeira. Kreuzer. Erste Mal, dass der Rechtsverteidiger mit überläuft. Nils Teixeira mit vorne ist. Sie wollen nicht nur hinten drin stehen. Blaschikowski. Ball behauptet. Oh, rudes Foul. Und Tekerci. Tobias Welz lässt den Vorteil laufen. Aber hat er schon ordentlich hingelangt. Aber die Prognose wage ich mal. Das wird nicht die letzte Situation sein, wo es mal kracht. Denn für Zurückhaltung im Zweikampf ist die Mannschaft von Dynamo Dresden nicht bekannt. Erster Einsatz für Mitch Langerak im Jahr 2015. Hat die letzten Spiele ja gemacht in der Hinrunde. Vorbereitung beim Asien Cup mit Australien. Hat dort aber nicht gespielt, ist dort nicht Stammtorhüter in Australien. Jetzt bekommt er mal die Chance, sich wieder zu zeigen. Hier gut zu sehen, ganz vorne bei Dresden nur Eilers im Mittelkreis. Andrich läuft jetzt Gündoğan an, spielt ein wenig dahinter. Gelernter defensiver Mittelfeldspieler. Letztlich ist Eilers aller Voraussicht nach die einzige Einspielstation ganz vorne für die heute Schwarz-Gelben.
für Dynamo Dresden. Hefele. Schaut jeder Schiedsrichter zweimal hin, packt den Ellbogen gerne mal aus und übertreibt hier und da, was die Härte angeht. In dem Fall kann man das so pfeifen, auch wenn Immobile sich ins Gesicht fasst. Italiener hat das erste Foul begangen und steigt da zu hart von hinten. Aber gefallen ist der sich gar nichts. Michael Hefele zusammen mit einer Tochter von Klaus Augenthaler, ehemaliger Bayern-Profi, aus der Jugend des FC Ingolstadt kommt. Aber eine gelbe pro Spiel ist für die Innenverteidiger von Dresden absoluter Standard. Mindestens. Sicherlich nicht von höchster Qualität. Das war vorhin durchaus Diskussionsthema, als die Dortmunder den Rasen zum ersten Mal in Augenschein genommen haben. Während Peter Nemeth, noch mal kurz David Vuzovic, der direkt vor ihm spielt, die eine oder andere Idee mit auf den Weg gibt. Also der Rasen alles andere als eben. Sehr holprig. Es gibt eine Menge Stellen, wo der Rasen schlicht nicht da ist, aber das ist auch nicht unnormal nach dem Winter. Sehr hoch das Bein von Kreuzer. Na, für mich auch kein Handspiel von Mats Hummels, kein absichtliches. Erdmann. Ungewohntes Terrain für den Innenverteidiger. Aus der Jugend von Schalke 04. Da wissen Sie, was das heute für ein Spiel ist. Vielleicht kann er ja ein bisschen was wiedergutmachen, was da kaputt gegangen ist am Samstag. Ganz bitterer Derby-Nachmittag für die Schalker. Aber ihn musste Peter Nemeth jetzt nicht mehr besonders anstacheln vor der heutigen Partie. Das erste Mal in die Mitte ausgewichen. Missverständnis zwischen Kreuzer Teixeira. Kagawa, schön gespielt, abgeblockt, gut 10 Minuten gespielt. Die erste Annäherung von Borussia Dortmund. Bislang läuft es genauso, wie Dynamo Dresden sich das wünscht. Dortmund holprig im Spielaufbau, was auch mit dem Rasen, der Qualität des Rasens zu tun hat. Orientiert sich noch, weicht den Zweikämpfen bislang auch ein wenig aus, lässt den Ball laufen. Der Gegner verbraucht aber nicht so viel Kraft, Dynamo Dresden. Hält sie weit vom eigenen Tor entfernt bislang. Genauso hat man sich das vorgestellt. Fehlt nur noch die eine oder andere gute Umschaltsituation, wo es dann schnell geht über Andrich oder alles. Schmelzer schnell ausgeführt. Und das ist Dennis Erdmann, da wird der Körper reingestellt. Komm doch her, Shinji Kagawa. Trash Talk beherrschen sie übrigens auch, wie wir aus der dritten Liga wissen. Heißt, da wird der Gegner durchaus mal verbal angegangen. Wird versucht, die Jungs einzuschüchtern. Klar, das kennen sie alles, aber das Selbstvertrauen fehlt hier vielen Spielern nicht. Und das sind eben diese Momente, in denen sie wachsen können. Dennis Erdmann, Niklas Kreuzer. Ball gewinnen. Shinji Kagawa. Laschikowski.
Kopfballduell mit Andrich. Hat ihn im zweiten Versuch. Aber ich denke, es wird deutlich, dass es wahnsinnig schwer ist, so direkt zu spielen wie hier Schmelzer auf Immobile. Kaum mal, dass der Ball wirklich flach am Boden läuft. Muss immer erst angenommen werden und dann geschaut. Gagawa. Kirch. Patrick Wiegers in seinem ersten DFB-Pokalspiel überhaupt. Im Tor von Dynamo Dresden. Spielt seit einigen Wochen, weil sich Benjamin Kirsten, die Nummer 1, die Hand gebrochen hatte, ist inzwischen wieder fit. Aber Wiegers hat die Sache gut gemacht. Noch keine Veranlassung zur Wechsel. Lindor. Kehl. Von Ciro Immobile, spiel mich flach an, so ist das schwierig, hoch und dann muss ich dahinter den Bällen her hechten zwischen diesen beiden Wahnsinnigen da hinten, Erdmann und Höfele. Es ist sicher kein Nachteil, das hat Dresden mal klar festgestellt, dass Aubameyang fehlt. Denn dieser schnelle Spielertyp, der hätte ihm möglicherweise, so die Theorie, noch mehr Probleme bereiten können. Hier kann Hefele Immobile in Ruhe ablaufen. Weiter geht's über Teixeira. Andrich. Hummels. Beim Einwurf jetzt Nils Teixeira, der sagt, ich kenne sie alle. Aber ob sie mich noch kennen, das ist die große Frage. Andersrum entschieden, war noch ein Fuß dran. Einwurf für den BVB. Knochenbrecher-Zuspiel auf Andrich, aber der hat kein Problem, da die Geräten hinzuhalten. Einer, der abräumen gewohnt war, Erdmann, Teixeira abseits, Niklas Kreuzer. Das ist deutlich. Raphael Foltin und Harm Osmers sind die Assistenten von Tobias Wetz. Ist gründlich. Er versucht die Mannschaft vor allem in der Zeit, die er hat, bis Saisonende fit zu bekommen. Hat sich viel in der Eredivision in Holland umgeschaut, als er Zeit hatte, hat Praktika gemacht. Trainingssteuerung, auch Periodisierung sind Themen, mit denen er sich beschäftigt hat, weil er auch weiß, es geht über Geschwindigkeit, es geht über Fitness. Im Profifußball im Vergleich zu seiner aktiven Zeit wird er damit das Quantensprung gefasst. Und dem muss er als Trainer Rechnung tragen. Und der Herausforderung stellen sie sich. Wachsam verteidigt. Auch wenn das manchmal sehr schlicht aussieht. So viel ist Borussia Dortmund bis jetzt nicht eingefallen.
Kagawa. ,88 groß, Patrick Wieger, 6 cm größer als Benjamin Kirsten, der doch sehr klein ist für einen Stammtorwart. Sicherlich ein Vorteil für die aktuelle Nummer 1 im Tor bei Dynamo. Schön frei gespielt und dann hat Hefe nur den Fuß drauf. Und immer wieder die gleiche Ausgangssituation. Ballbesitz Borussia Dortmund. Sie versuchen sich den Gegner zurechtzulegen. Viel laufen müssen vor allem die Spieler, die weiter vorne sind, wie Eilers und Andrich. Die hinten können relativ entspannt warten bis jetzt. Und nochmal, alles was direkt gespielt wird, hat was mit Zufall zu tun und Marco Reus hat offensichtlich sich eben verletzt. Und jetzt können wir wirklich einfach nur hoffen, dass das nicht gravierende Folgen hat für Borussia Dortmund. Ist sicherlich der wichtigste Spieler. Also auf den ersten Blick für mich sah es nicht nach Foul aus. Also er ist hängen geblieben. Vielleicht sehen wir es da besser. Ja gut, da geht der Fuß raus von Erdmann. Also eindeutig. Ja, es ist auf jeden Fall unsportlich da im Vorbeilaufen. Während Jürgen Klopp offensichtlich auch das Signal bekommen hat, dass es bei Marco Reus weitergehen kann. Sah jetzt nicht so wild aus. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Foul war es. Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, hätte er zwei Stoß geben müssen, weil Erdmann einfach mal kurz die Geräte da reingehalten hat in den Lauf von Marco Reus. Richtig Schmerzen. Scheint den Fuß nicht wirklich belasten zu können. Also sieht nicht danach aus, dass er hier sauber auftreten kann. Mit einer komplizierten Fußverletzung hat er ja die Weltmeisterschaft verpasst. Marco Reus, der wie ja niemand anders für die Wende steht im Jahr 2015. Sie wollen noch nicht wechseln und sie sind alle so skeptisch bei Borussia Dortmund und so vorsichtig. Lassen sich nicht gratulieren dazu, dass das Ruder rumgerissen ist, dass die Mannschaft jetzt nur noch die Erfolge einsammeln muss. Denn Jürgen Klopp hat schon zu viel erlebt, vor allem auch zu viel erlebt, was Verletzungen angeht. Und wenn jetzt, Aubameyang ist gar nicht mit hier, wenn jetzt auch noch Reus ausfällt, dann ist das ein ganz erheblicher Dämpfer für Borussia Dortmund, für alle Ambitionen in allen Bereichen. Und es scheint tatsächlich so, als ob dieser Kontakt da eben von Erdmann, worüber ich mich im Nachhinein noch mehr ärgere, dass er da einfach mal so den Fuß raushält. Und das ist genau das, was sich nicht gehört. Es sagt sich ja so platt, aber das ist unsportlich und der Ball war nicht in der Nähe. Hat auch nichts mit Härte zu tun. Es ist einfach eine unnötige Art, einem Gegner zu schaden, einem Gegner Schaden zuzufügen. Und wir sprechen bei Marco Reus jetzt nicht über irgendeinen Fußballer, auch wenn Dynamo hier die eigenen Ziele verfolgt. Peter Nemeth zum Beispiel klatscht da auch nicht einfach so Beifall, sondern sagt, er möchte das nicht. Er will nicht, dass seine Abwehrspieler hinten über die geforderte Härte hinaus solche Aktionen setzen. Dafür sind sie bekannt, leider Gottes, und deswegen stehen sie unter besonderer Beobachtung. Wir halten sie auf dem Laufenden, was Marco Reus angeht, was die Schwere der Verletzung angeht.
Das verspreche ich allen Dortmunder Fans. Heute wird es hier in Dresden tatsächlich nicht weitergehen. Mkhitaryan wäre sicherlich erste Option. Dortmund in Unterzahl. Kevin Campe ist auch wieder so weit fit, dass er spielen könnte. Und da sehen wir nochmal diese völlig überflüssige und einfach nur zu verurteilende Bewegung von Dennis Erdmann. Mkhitaryan für Reus hat ein klasse Spiel abgeliefert gegen Schalke, aber das ist ein heftiger Nackenschlag für den BVB. Können nur die Daumen drücken, dass es keine allzu lange Pause wird. Eckstoß, Schmelzer. Heilers. Gut behauptet, aber nicht gegen alle. Schön gespielt, klasse von Jannik Müller. Pavard hat seinen Schuh zwischendurch mal verloren, aber ist dann auf Socken quasi hinterhergelaufen, hinter der Aktion. Aber was für Dortmund gilt und die Platzverhältnisse hier, gilt natürlich auch für Dynamo Dresden, auch für Tkerci. Wahnsinnig schwer, den Ball dann, der fast immer, bevor wer auch immer ihn tritt, nochmal kurz aufspringt und verspringt, kaum zu kontrollieren. Mkhitaryan auf der linken Seite, also jetzt direkt auf der Position von Marco Reus. Da ist zumindest zu erkennen, was sie vorhaben. Nämlich sofort, wenn sie einen Ballbesitz bekommen, wie jetzt hier Tkerci, schauen, wo ist er denn, unser Justin Eilers da vorne. Hefele gegen Immobile. Gündoğan, Schmelzer. Es gibt nach vorne kaum Anspielstationen, weil die Spieler, die zwischen diese beiden Ketten versuchen zu kommen, in der Offensive von Dortmund immer wieder gut abgefangen werden von Kirin Moll und Jannik Müller, den beiden, die vor der Abwehr schuften. Teixeira. Das wird Borussia Dortmund vielleicht aufbrechen können auf Dauer, wenn sie das Tempo hochhalten und wenn sie die Dresdner weiter zu viel Laufarbeit zwingen, wenn dann irgendwann die Kräfte nachlassen. Die Mannschaft hat ja ein offensichtliches Kraftproblem in der zweiten Hälfte. Natürlich weiß das auch der BVB. Die zweite Mannschaft von Dortmund hat hier in Dresden 1:1 gespielt, in der Nachspielzeit den Ausgleich erzwungen, auch übrigens in Weiß, in weißen Trikots. Vielleicht geht was über einen ruhenden Ball. Gündoğan.
Bergmann hat sich da schon länger ereifert. Vrsovic. Weiß nicht, ob er über den eigenen Mann gestolpert ist oder ob er runtergedrückt wurde, schwer zu sehen. Am Boden liegt oder lag Jannik Müller. Jetzt Vrsovic im Duell mit Kirch. Nicht wichtig genug, als dass wir das in drei Zeitlupen analysieren müssen. Weiter geht's. Knappe halbe Stunde gespielt. Live-Fußball heute, auch im Anschluss heute noch. Die Zusammenfassung der drei Spiele und natürlich auch morgen. Abgepfiffen. Kickers Offenbach gegen Borussia Mönchengladbach. Da es jetzt die erste Freistoßgelegenheit gibt für Dynamo Dresden. Also Live-Fußball heute, Live-Fußball auch morgen. Subotic mit der kleinen Ringereinlage gegen Justin Eilers. Und sie sind ja durchaus kreativ bei ihren ruhenden Bällen. Haben sich jetzt gerade unter dem neuen Trainerduo einige Variationen überlegt. Mal schauen, ob sie uns jetzt, darüber wird natürlich geschwiegen, das wird hinter verschlossenen Toren trainiert, ob sie uns daran jetzt teilhaben lassen können. Was hat sich Dresden einfallen lassen? Das erste Mal Gelegenheit, das zu zeigen nach einer halben Stunde. Das sind die Spezialisten. Kreuzer. Das wird Dortmund jetzt nicht in den Grundfesten erschüttern, was sie sich da überlegt haben. Aber jetzt die Chance für Kreuzer. Es ist ein Foul. Weiter geht's. Tobias Welz hat sofort angedeutet, war nichts. Normaler Zweikampf. Erste Phase der Partie, wo Borussia Dortmund wackelt. Teixeira. Tekerci. Kagawa. Also nicht aus dem Freistoß, aber dann zweiten Welle quasi die erste richtig brenzlige Situation vor dem Tor von Mitch Lengerek. Und da sehen wir es nochmal. Okay, viel zu offensichtlich. Das ist für mich kein Strafstoß. Niklas Kreuzer, als Blaschikowski von hinten kommt, hat auch den Arm draußen, legt es drauf an. Das will ich ihm jetzt nicht verübeln, aber darauf ist Tobias Welz nicht reingefallen. In Ordnung, dass er da auch nicht gelb für Schwalbe gibt, weil es schon eine Berührung gab, aber natürlich kein Strafstoß. Okay. Kirch, ja, muss von allen mehr kommen. Ob von Kirch oder von Schmelzer, es gilt natürlich die Nerven zu bewahren und Geduld zu zeigen auf einem ganz schwer zu bespielenden Rasen. Aber etwas mehr Dynamik, etwas mehr Wille bei Borussia Dortmund würde dem Spiel nicht schaden. Gündoğan. Er fällt auch wie vom Blitz getroffen. Blaschikowski, einmal 55 Minuten gegen Hertha im Dezember. Ansonsten hat Jürgen Klopp ihm immer nur zwischen 15 und 25 Minuten Spielzeit gegeben. Geht es jetzt schon wieder los mit dieser verletzten Misere beim BVB, die beiden effektivsten Spieler der letzten Woche, die irgendwo die Wende geschafft haben, die fehlen jetzt hier auf dem Platz, nämlich Reus verletzt raus und Aubameyang gar nicht mit ihm. Tobias Welz auf dreimaliges Bitten von Marcel Schmelzer sorgt er jetzt dafür, dass der Abstand eingehalten wird. Was die Ein-Mann-Mauer angeht.
Hummels, Subotic, Kehl, das sind die klassischen Zielspieler, wenn der Ball denn hochkäme. Schöner Schuss. Sauberer Versuch von Henrik Mkhitaryan, der das als Befreiung empfunden haben muss, dass er mit seinem 45. Torschuss endlich getroffen hat. Aus kurzer Distanz, aber dazu auch die Art, wie er Fußball spielt. Der war ja richtig teuer, der Armenier. 27,5 Millionen hat er gekostet auf Donetsk. Er hat allenfalls angedeutet, dass er das Geld wert sein könnte. Er ist begnadet in seinen Fähigkeiten, aber er hat das noch längst nicht nachgewiesen. Schon gar nicht oft genug und schon gar nicht konstant, über welche Klasse er verfügt. Aufgefallen, will nicht zu hart urteilen nach 35 Minuten, ist schwer für ihn, aber ist nach wie vor nicht sein Spiel. Er wäre ein Top-Stürmer, wenn Dortmund Chance auf Chance hätte. Er hat den Instinkt im Strafraum, aber es hat sich mehrfach gezeigt, dass in schwierigen Spielen, wenn die Mannschaft ihn braucht, auch als Anspielstation, ihm die Rolle nicht wirklich behagt und er dann auch nicht das liefern kann, was sich der ein oder andere von ihm sicher wünscht und erhofft hat. Aber gut, dass Kirk sich mal was traut, dass er mal versucht, ins Dribbling zu gehen. Auch wenn das wehtut, weil der Gegenspieler David Vuzovic aus der BVB-Jugend da dann hinlangt. Nur so kommen sie auf Dauer auch mal zu Chancen, wenn sie in die Offensiv-Zweikämpfe Mann gegen Mann einsteigen. Immobile, Hummels. Und doch harmlos. Insgesamt bei den ruhenden Bällen ganz gut, sich darauf einzustellen. Kommen vor allem drei Spieler in Frage. Hummels, Subotic, die Innenverteidiger. Auch Kehl, die wirklich kopfballstark sind. Verteilen wieder zu. Erdmann Hefele und die Spieler und die Plättchen auf der Tafel. Die halbe Nacht verschoben, aber dann gesagt, komm, eigentlich müssen wir uns so viele Sorgen nicht machen. Vielleicht haben sie ein paar clevere Varianten drauf, aber so kopfballstark müssten wir eigentlich auch sein. 4-5 Große haben wir letztlich und da halten wir dagegen. Schauen wir lieber, dass aus dem Spiel nichts passiert. Deswegen hatte Peter Nemeth keine schlaflosen Nächte. Mkhitaryan, gestoppt von Andrich und Teixeira. Eilers bislang weniger in der Offensive gefragt als jemand, der an der Mittellinie Meter um Meter macht, um den Spielaufbau über Hummels oder die zurückhängenden Mittelfeldspieler zu stören. Auf Gündoğan. Dennis Erdmann. Hey.
Schön gespielt von Mkhitaryan und dann schafft Immobile es nicht, sich schnell genug zu drehen. Das wäre eigentlich eine Situation für ihn. Ball flach in den Strafraum, Hintern raus, drehen, irgendwie zum Abschluss kommen, aber so viele Bälle hat er auch nicht bekommen. Der denn noch die klügsten nach vorne spielt, ist Mats Hummels. Mkhitaryan ist ganz gut reingekommen jetzt in diese Partie. Stationen und Immobile macht wieder nicht mit, geht den Schritt nicht entgegen. Kein böses Foul von Oliver Kirch, unglücklich gelaufen, hat versucht dahin zu kommen, rutscht aus und kann dann die Bewegung einfach nicht mehr vermeiden. Keine Absicht, aber selbstverständlich zu Recht Freistoß. Gucken, ob sie es ähnlich versuchen. Aber jetzt, erstens war das nicht gerade erschreckend gut und zweitens kann sich Dortmund dann darauf einstellen. Irgendwer wird es schon machen. Diesmal Kreuzer, etwas sehr hoch angesetzt. Wir haben eine Situation, wo etwas Platz da ist, aber wen anspielen? Immobile verloren zwischen Hefele und Altmann. Abseits. Es wird viel gerutscht, gefallen, gestolpert. Es holpert auf beiden Seiten im Spielaufbau. Es ist kein tolles Fußballspiel, hat entscheidend auch mit dem Platz zu tun. Ein Spiel quasi ohne Torchance. Man belauert sich. Dortmund hat den Schock fast der Reus-Verletzung zu verkraften. Wieder Hummels, der die klugen Pässe spielt, aber darauf angewiesen ist, dass sich vorne bewegt wird. Mkhitaryan, Błażejkowski, der die Seiten wechselt und Hefele und Vuzovic unnachgiebig. Tekerci umschalten hat noch nicht geklappt, vielleicht jetzt mal abseits. Abseits war zu deutlich, zu klar. Das Temperament von Justin Eilers. Wir haben es erlebt in den Pokalspielen, aber die Entscheidung ist an Ort und wir sitzen hier auf Höhe der Mittellinie, haben freie Sicht. Und er ist, es sieht aus wie vor der Mittellinie, schwer zu sagen, vielleicht hat er doch recht. Ich glaube, er hat gewartet und gezögert, aber wenn auch nur das Knie drin ist, ist es schon wieder abseits und da muss man fairerweise sagen, ist für den Schiedsrichterassistenten wahnsinnig schwer. Ich hätte auch sofort gesagt, abseits, hätte er vermutet, er steht locker einen Meter in der gegnerischen Hälfte. Aber was deutlich wird, A, wäre es, hätte er laufen lassen, eine gute Chance gewesen für Dynamo Dresden, eine richtig gute Chance. Immobile ist draußen. Fragen Sie mich nicht, warum. Wir haben uns die Abseitssituation angeschaut, die hauchdünn war, dadurch ist der Grat natürlich
extrem schmal auf dem Dortmund wandelt. In dem Moment, wo sie das Risiko erhöhen und hinten mit dem einen oder anderen Mann mehr rausrücken, ist eben auch die Gefahr da, dass Dresden mal gut kontert. Dortmund ist in Unterzahl, weil Immobile eben draußen an der Bank zu sehen war, dort behandelt wird offensichtlich. Also schlechter hätte es für Dortmund nicht laufen können. Sie liegen nicht zurück, immerhin das, aber wirkungslos nach vorne. Keine eigene Gelegenheit, Reus verloren, jetzt Immobile, der ohnehin kaum eine Bindung bekommen hat bislang zum Spiel, der behandelt werden muss, da sehen wir es, hat offensichtlich da ist ein Cut unterm Auge, einen Schlag abbekommen, also es gilt jetzt erstmal dieses 0:0 mitzunehmen, in die Pause sich zu schütteln. Dresden wird mit Sicherheit ihnen den Gefallen nicht tun und irgendwas an der Spielweise ändern. Wer dieses tolle Spiel gegen Schalke 04 im Kopf hat, der muss sich komplett nochmal umstellen, auf ganz andere Gegebenheiten einlassen. Von den über 30.000 Zuschauern, 27.000 Dynamo-Fans, die ihre Mannschaft prächtig unterstützen, die vor allem Dortmund hinterherläuft, aber gar nichts nach vorne zugelassen hat. Das ist auch eine Aussage und spricht für das große Herz und die Leidenschaft des Drittligisten. Vielleicht ergeben sich Torchancen, wenn dann eine von beiden Mannschaften hier mehr macht. Kagawa, das muss natürlich vor allem Dortmund sein. Kehl. Kirch hat die Seite auch im Griff, versucht jetzt mehr und mehr was nach vorne zu machen. Heferle räumt ab mit Erdmann, sie machen das gut. Ausnahme war dieser völlig unnötige Tritt gegen Marco Reus. Jetzt ist Halbzeit. Und zu lamentieren war doch kein Abseits, zumal ich da auch erstmal sehen möchte, ob nicht ein Zentimeter des Knies, der Kopf, wer auch immer, dann doch über der Linie war. Also das ist für das Schiedsrichtergespann schlichtweg nicht mit hundertprozentiger Trefferquote zu entscheiden. Aber Dortmund wird aus der Situation mitnehmen, dass sie gewaltig aufpassen müssen, nicht zwischendurch mal eine Konterchance, eine offene Flanke anzubieten. Gündogan. Keine weiteren Wechsel. Kirch. Hat so ab Mitte der ersten Hälfte auch zugelegt. Versucht noch mehr auf der rechten Seite zu bewegen. Auch schon 32 Oliver Kirch. Jeder hat gesagt, Mensch, was will der in Dortmund? Da wird keine Spielzeiten bekommen. So ist es letztlich auch. Er hat aber trotzdem gezeigt, dass er an einigen und an guten Tagen der Mannschaft wirklich dienen, helfen kann. Höhepunkt sicher die Partie gegen Real Madrid in der Champions League. Kehl. Sebastian Kehl in seiner letzten Saison, in den letzten Wochen einer langen Karriere im Trikot von Borussia Dortmund, spielte ja auch schon seit fast 13 Jahren. Nach 17 Jahren als Profi tritt er in diesem Sommer ab. Würde zu gerne noch das ein oder andere Finale spielen. Kibutic. Sicher Gündogan und Hummels. Darf sich auch mal einen Fehler leisten, hat bislang ansonsten das Aufbauspiel von hinten tadellos gestaltet. Da gehören allerdings dann auch noch welche dazu, die weiter vorne die Bälle veredeln und was draus machen. Sofort auch der Versuch von Gündogan nach vorn zu spielen. Alles, was über Kombinationen läuft, ist schwierig. Deswegen, wenn der Ball erobert wird und der Gegner mal ganz kurz nicht sortiert scheint. Klasse Aktion von Tkerci, der immer wieder andeutet.
was in ihm steckt, was er technisch drauf hat. Stammt aus Baden-Württemberg, aus der Jugend der Stuttgarter Kickers. Und es waren viele überrascht, dass er über Nürnberg hier in Dresden den Weg gefunden hat. Klasse verlängert von Kreuzer. Einlass geblockt, Langerick angeschossen, aber macht den Weg nach draußen. Und ganz wichtig jetzt diese Aktion, diesen Pass nach vorne, wie es eben Jannik Müller geschafft hat, abzufangen. Auch Wiegers traut sich, auf diesem Rasen direkt zu spielen, hat er gut gemacht, Hefele. Die gefährlichere Situation hat bislang, möchte noch nicht von den Riesenchancen sprechen, Dresden heraufbeschworen. Drüber gehalten, den Fuß von David Vuzovic. Durch die gelbe Karte für mich zu Recht. 8 Jahre in der Jugend von Borussia Dortmund, also unstrittig, ganz klar das Bein rausgestreckt. Ein Kreuzbandriss hat in Dortmund seinen Weg dann schwieriger gemacht. Er ist über den FC Bayern, über das Team auch von Mehmet Scholl. Letztlich dann hier im letzten Sommer in Dresden gelandet. Immobile, den muss er jetzt machen. Sind das Geschenke und das in diesem so wichtigen Spiel. Aber das muss er wissen, wie schlecht der Rasen ist. Dann spielt er den halb hoch vor der Abwehr entlang. Unglaublich. Und schenkt Immobile das Tor. Ist das bitter. Das Spiel plätschert vor sich hin. Hefele hat eine Idee, den bringe ich nach ganz drüben. Er weiß, wie der Platz ist und Immobile hat die Ruhe, lässt den Ball auftippen. Das macht er gut, da hat er den Instinkt. Das ist seine Qualität. Hefele tritt in den Boden, Immobile völlig frei. So ist er Torschützenkönig der Serie A geworden. Wenn die Kollegen ihm keine Chancen rausspielen, dann macht es eben Michael Hefele. Ist das bitter hier zu Hause. Ausverkauft, Live-Übertragung, Millioneneinnahmen winken in der nächsten Runde und dann so ein Aussetzer von Hefele. Eben noch verarztet Ciro Immobile, jetzt mit klarem Blick und ungetrübtem Instinkt für die Situation. Und schon ist die gesamte Grundsituation anders. Erst hat er den Schlag bekommen von Hefele und jetzt hat er sich auf seine Art ja fast gerecht. Ich denke mal, der Punch von Immobile, der hat noch mehr wehgetan als der Treffer mit dem Ellbogen. Aber Dresden ist nicht K.O. Trotzdem hat sich die Ausgangsposition für Dortmund schlagartig gebessert. Jetzt lässt sich wesentlich ruhiger und entspannter kombinieren. Irgendwann wird Dynamo Dresden mehr tun müssen, als nur hinterherzulaufen. Kirch. Gündoğan. Kagawa. Da ist Bewegung auf der Bank bei Dynamo Dresden. Was er noch machen, ist doch klar. Er muss in der Offensive ein bisschen was riskieren. Er hat doch die eine oder andere Position, die er auch mutiger besetzen kann. Einlass. Aber da ist niemand anders als Hummels. Nochmal, der Rasen ist schlecht. Hummels, Einlass, Langerick.
muss noch mal hin. Jetzt macht Mats Hummels fast einen ähnlichen Fehler. Gewinnt das Laufduell. Ich weiß, dass er sich da beschwert, aber er ist ganz klar vorne und tritt dann auch über den Ball. Das ist niemals ein Foul. Das ist ein klarer Fehler von Hummels. Und das überrascht mich jetzt wirklich auf beiden Seiten. Denn sie haben 45 Minuten gesehen, wie schlecht der Platz ist. Dass sie es trotzdem mit solchen leichten Risiko zu spielen versuchen. Es ist einmal mächtig schief gegangen und diesmal fast bei Mats Hummels, dem Weltmeister. Das ist auf dem Platz nicht möglich. Dann lieber den Ball hoch auf die Tribüne. War die Einladung zum Ausgleich und zurückzukommen für den Drittligisten. So, dieser Fehler hatte größere Folgen. Der Ball hoppelt noch nicht mal. Er tritt einfach in den Boden. Und das ist ganz wichtig für auch seinen Weg in Dortmund, den Mann, der vom FC Turin gekommen ist. Jetzt kommt also ein Spielmacher-Typ mit Luka Dürholz für Robert Andrich, der erst unter Nemeth zu den Einsätzen kam, auf der Position relativ weit vorne. Hatte damals bei Hertha entdeckt, dass Robert Andrich auch im Sturm spielen kann. Trotz der Ausbildung also im defensiven Mittelfeld. Luka Dürholz hat alle Voraussetzungen. Subotic. Lengerek spielt sehr gut mit. Ist immer da, wenn er gebraucht wird. Steht gut. Wird auch mal angeschossen, aber wartet, greift dann zu. Unterlaufen, aber immerhin hat er noch den Körper eingestellt. Fast kriegt er noch den Kopf sogar dran. Sinan Tekerci, aber Luka Dürholz, also einer dieser Hochbegabten, der klassischer Mann hinter der Spitze, hinter Justin Eilers, ist gleiche Position, offensiver ausgerichtet, der das Umschaltspiel, was Peter Nemeth ja vor dem Anpfiff bei uns erwähnt hat, sicherlich beleben könnte, ganz einfach, weil er die Technik hat, um Eilers in Szene zu setzen. Das ist jetzt gefragt, weniger die läuferischen Qualitäten von Andrich. Weil ein Ersatzspieler davor stand, nicht gesehen, aber ich glaube, der Ball sprang leicht. Und das ist auch ein bisschen Politik in eigener Sache. Eindruck machen, wenn ein Mats Hummels kommt, der sagt, tritt mir auf den Fuß, aber das wird er umgekehrt auch für sich einfordern, dass das dazugehört. Ja, das waren Zeiten, der Derby-Sieg, aber Batman ist nicht hier und Robin ist auch schon draußen heute. Aubameyang und Reus nicht dabei. Trotzdem führt Borussia Dortmund. Aber das Spiel ist längst nicht entschieden. Tekerci. Klasse! Durchgesteckt! Auf Dürholz! Der richtige Mann an der richtigen Stelle, aber noch nicht im Rhythmus, noch nicht richtig warm. Denn genau die Situation, die hat er drauf. Die kann er lösen. Hat er zum Beispiel gegen Bochum und Schalke großartig bewiesen. Mkhitaryan, auch in dem Moment, als er den Pass spielt, springt er nochmal hoch. Dadurch hat er zu viel Fahrt, abseits dazu von Immobile. Oh, und das war eine falsche Entscheidung. Sehr gut, danke an Wolfgang Straub, unserem Regisseur hier in Dresden. Schnell nachgewiesen. Er war relativ weit außen, wäre also auch noch ein bisschen Weg gewesen, um
zu einer guten Torchance zu kommen. Taktisches Foul von Yannick Müller. Die das daran ändert auch der Rückstand nichts. Exzellent lösen auf der Doppel-6 bei Dynamo Dresden, Müller und Moll. Gündoğan. Tekerci setzt jedem Ball nach. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal den Torwart anzulaufen am heutigen Tag. Aber noch ist das Spiel von Dynamo Dresden zurückhaltend. Noch weichen sie und warten auf den BVB, lauern eher weiter auf ihre Konterchancen. Das wird sich natürlich, je länger das Spiel so steht, ändern. Aber es ist nach einer Stunde sicher zu früh, um die ganze Taktik über den Haufen zu werfen und jetzt hier auf Risiko zu gehen. Da wird sich die Mannschaft von Peter Nemeth noch ein wenig gedulden. Mkhitaryan. Blaschikowski. Kein Abseits. Kirch. Klasse gespielt. Schöner Angriff. Ganz schwer zu nehmen für Henrik Mkhitaryan. Ja, das Gesicht zum Spiel von Jürgen Klopp. Dem längst nicht alles gefällt, was er sieht, aber der komplett bestätigt wird in seiner Einschätzung, dass das ein richtig schweres Spiel wird. In Dresden. Tekerci, sicher einer der auffälligsten bei Dynamo. Klasse weitergespielt. Kreuzer am Ball vorbei. Schmelzer auch. Teixeira ist da. Teixeira. Nächster Versuch. Einmal hat er getroffen in dieser Saison. Und das war im Pokal. Ansonsten einer, der sich darauf beschränkt, die Seite dicht zu machen. Trotzdem lauert und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann macht er auch mit. Versucht's, ob mit links oder mit rechts, hat den Offenbach übrigens mit Kickers Offenbach Borussia Dortmund auch schon unter Jürgen Klopp aus dem Pokal geworfen. Und mit seinem herrlichen Treffer in der ersten Runde auch Schalke rausgekegelt. Nils Teixeira. Von drei Zuschauer. Das ist Rekord hier in Dresden, weil sie die Pufferzonen zwischen den Fanblöcken etwas verkleinert haben. Wir sind gut 440 Zuschauer mehr als bei sonst ausverkauften Mal. So, Marco Reus ist wieder da. Wir freuen uns sicherlich alle mit, jeder, der den Fußball liebt, darüber, dass es offensichtlich dann keine schwere Verletzung ist. Wenn es wirklich nur ein Pferdekuss war oder ist, dann wird er am Wochenende sicher wieder auflaufen können für den BVB. Eilers. Tekerci. Nürholz. Thank you.
arbeitet seinen Gegenspieler, ob das Blaschikowski ist oder Kirch, mit allem, was er hat. Ist ja nun wirklich nicht der kräftigste von seiner Statur her. Sinan Tekerci 1,71, 66 Kilo, türkischer U19 und U20 Nationalspieler. Aber der geht körperlich an die Grenzen, läuferisch, und da ist alles dabei in den Zweikämpfen. Hat dazu die Qualität als Vorbereiter. Eigentlich erstaunlich, dass ein so begabter Spieler hier im Mittelfeld der dritten Liga aufläuft. Erdmann. So geht das, Ciro Immobile. Schön behauptet im Zweikampf. Und gleich nochmal, fast, Tekerci. Tunnel gegen Sebastian Kehl. Majestätsbeleidigung. Mal schauen, ob er das nochmal zurückbekommt. Heute. Kreuzer Teixeira flankt direkt. Und Subotic, der Mann fürs Rustikale. Es geht doch. Ball angenommen und behauptet. Hilft der Mannschaft, setzt sich durch und prallt dann doch ab an der schwarz-gelben Mauer hinten. Ganz schweres Spiel für ihn. Wichtig, dass er das Tor gemacht hat. Dürholz, gut den Ball abgeschirmt. Das kann er, Hefele. Brzovic. Er passt, Dürholz. Elfmeter rausgeholt. Hat er auch schon in der Pokalrunde. Tekerci, nicht ganz. Eilers. Übermotiviert. Wo ist die Kontersituation? Kirch zu langsam. Unterstützt Blaschikowski nicht. Kommt jetzt erst mit. Gündoğan. Chance, mal schnell nach vorne zu spielen, haben sie komplett verschlafen. Vielleicht Mkhitaryan. Field Goal beim American Football. Hier zählt es leider nicht. Sie müssen sich mit dem dünnen 1-0 auf einem weiter schlechter werdenden Geläuf begnügen. Kreuzer geht. Und Marvin Stefaniak, der nächste wirklich technisch exzellente für dritte Liga allemal Flügelmann, kommt mit Marvin Stefaniak, deutscher U20 Nationalspieler, auf beiden Flügeln zu gebrauchen. Hatte kleines Tief zuletzt, deswegen den Stammplatz verloren, aber weiterhin eine große Perspektive, nicht nur bei Dresden, sondern generell im Profifußball. Gedrängt von Moll. Kagawa. Jetzt müsste Blaschikowski Tempo aufnehmen. Immobile auch fast immer gegen zwei oder drei Schwarz-Gelbe. Subotic wehrt sich und teilt genauso aus, was ihr könnt. Das haben wir alle mal drauf, wie die Abwehrspieler von Dynamo Dresden. Da gibt es mal wieder eine Möglichkeit. Kagawa geht und lässt sich sehr viel Zeit. Hatte seine Momente, aber sie waren rar. Zuletzt die Formkurve ganz klar aufsteigend. Und der Mann, der sicher nicht überzeugen konnte bislang in Dortmund, Adrian Ramos, der alles mitbringt für das Spiel des BVB, der aber vielleicht auch einfach nicht genug in den Arm genommen worden ist, genug gelobt wurde. Das nämlich ist das, was er braucht und was ihm Selbstvertrauen gibt, was ihn bestärkt in seiner Arbeit, der mit einer Menge Kritik leben musste. Der Kolumbianer, der spielt jetzt neben Immobile ganz vorne.
Wird sich taktisch sicherlich ein bisschen ändern. Ramos beginnt mal zurückhängend, aber könnte sich durchaus auszahlen, wenn sich später Räume ergeben, dass Immobile noch eine Anspielstation hat. Gündogan vorher schon unterbrochen. Durchaus Yannick Müller getroffen. Ausgebildet in Köln übrigens, mit 10 zum FC gekommen, aber bei Köln gute Innenverteidiger hatte, war der Weg frei nach Dresden in die Truppe von Peter Nemeth. Der setzt auf ihn heute im defensiven Mittelfeld. Ramos gewinnt sein erstes Kopfballduell. Und die zweite Aktion war Ball gespielt. Ich glaube, da war er das Halten, das, was er gepfiffen hat. Maschikowski geht in den normalen Zweikampf. Aber weil Tekerci zu spät kommt durch den Griff zur Schulter, ist der Freistoß in Ordnung. Während die Kollegen beim Freistoß stehen, ist ein Dynamo-Spieler am Boden. Was er mal den Krampf hat, sehen wir gleich rechts am Bildrand. Deswegen gibt es die kurze Unterbrechung. Oh, Yannick Müller hatte sich eben doch mehr wehgetan oder täuschte der Eindruck. Und da war direkt raus, wird abgelöst. Yannick Müller geht. Und Sie hören, der Kapitän kommt, Christian Fiel, der Älteste. Fast eine andere Generation mit seinen 34 Jahren. Der Mann stand schon im Pokalfinale mit Alemannia Aachen. Das hatte allen Teamkollegen voraus. Werder Bremen hat damals den Pokal gewonnen. 2004 war es, auch schon wieder 11 Jahre her. Inzwischen auch schon in der 5. Saison hier in Dresden. Jetzt ist mal Platz für Vrsović und Tekerci. So, Dresden hat endgültig die Zurückhaltung aufgegeben. Dafür sprechen alle Wechsel. Es wird offensiver. Und sie holen Freistöße. Sie schaffen es sogar, sich immer mehr Richtung Mitch Langerak zu robben. Immer ein paar Meter näher. Der nächste Freistoß und der nächste. Die Entschlossenheit ist da. Kirin Moll. Ja, okay, trifft ihn. Freistoß geht in Ordnung. Noch 20 Minuten, sie spielen auf den K-Block. 9000 Fans stehen dort als schwarz-gelbe Wand hinter ihrer Mannschaft und hinter Mitch Langerak. Das kann sehr ungemütlich werden für Borussia Dortmund, wenn sie es nicht hinbekommen, mehr schnelle Entlastungsangriffe zu starten. Hefele hat den härtesten Schuss mit Abstand. Tolles Tor auf die Art gegen Osnabrück gemacht. Aber er hat heute nicht jeden Ball perfekt getroffen. Sind jetzt auch 10, 20 Meter in der Dortmunder Hälfte unterwegs, um zu stören. Die vier offensiveren Spieler von Dynamo. Ramos, Körper gut eingesetzt. Ramos, klasse Täuschung. Das war die Chance, vielleicht schon das Spiel zu entscheiden. Von daher würde er, wenn er in Form wäre und wenn er das letzte Vertrauen hätte, viel besser
in das Spiel passen als Immobile, auch wenn der das Tor gemacht hat nach dem Geschenk von Hefeler. Ball behaupten, mit dem Rücken zum Tor, den Körper reinstellen. Das hat er alles vor allem bei Hertha über viele, viele Monate bewiesen. Mit Nachspielzeit noch etwa 20 Minuten und dann geht es hier natürlich weiter mit den Trainern, mit der Analyse, mit dem Bundesliga-Duell Freiburg gegen Köln und mit Partien klaren Favoriten Leverkusen, Lautern und Aalen Hoffenheim. Aber schon im letzten Jahr hat Kaiserslautern Leverkusen überrascht. Sie erfahren bei uns direkt im Anschluss, ob die Lauterer das wiederholen können. 3-4 Mal springt der Ball da im Strafraum, der eigentlich flach gespielt war. Also das ist schon eine Herausforderung hier, qualitativ großen Fußball zu bieten. Das ist nicht möglich, auch Vrsogic. Der Ball macht, was er will, titscht wie ein Flummi von links nach rechts. Und der Platz wird, wie gesagt, immer schlechter. Solche Rückpässe gefährlich von Kirch. Also da ist sicher auch Jürgen Klopp mal ganz kurz aus dem Sattel gegangen. Gibt die gelbe Karte, Fuß drüber gehalten. Die ist berechtigt, aber nochmal, diese Rückpässe. Was haben wir schon für Tore gesehen, für Gegentore gesehen? Also Lengerek hoch konzentriert. Er geht zum Ball. Und dadurch, dass Gündogan sich dreimal abholt, gibt es gelb. Ist relativ hart die Entscheidung, weil er wirklich Ball spielt. Christian Fiel, keiner, der durch übermäßige Härte in seiner Karriere aufgefallen ist. Also für mich die Entscheidung sogar etwas zu hart. Aber da beeinflusst den Schiedsrichter natürlich auch noch das Verhalten des Spielers, der dann am Boden liegt. Und jetzt nimmt das Spiel hier nochmal an Körperlichkeit zu. Stunde wäre diese ruhmreiche Pokalsaison für Dresden zu Ende, wenn sie hier nicht noch zum Ausgleich kommen. Ja, Ramos macht den Weg frei für Immobile. Immobile macht das allein. Zu uneigennützig. Den hätte er selbst aufs Tor bringen müssen. Da hat ihn sein Instinkt verlassen. Er wollte was für die Mannschaft tun, aber er hatte eine gute Position, um zu schießen. Auf den Platz dreimal querzulegen, macht keinen Sinn. Leider treffen sie zu oft dann doch die falschen Entscheidungen. Aber weil Ramos sich anbietet, hat Immobile in seinem Rücken Platz. Auch deswegen macht dieser Wechsel Ramos für Kagawa Sinn. Anderer Spielertyp, der Immobile Freiräume verschaffen könnte, den er jetzt zum Leidwesen von Borussia Dortmund nicht genutzt hat. Immobile gegen Hefele. Setzt sich durch, Ramos im Zentrum und muss er annehmen. Richtig gemacht, Ramos! Handspiel wird reklamiert, Tobias Welz hat freie Sicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das übersehen hat. Kann ich mir auch nicht wirklich erklären, die Gesten. Absichtliches Handspiel für mich nicht zu sehen. Wir schauen uns gleich Zeitlupen an, aber dennoch, kein Vorwurf an Ramos, das direkt zu machen. Auf dem Platz ist praktisch nicht möglich. Brauche alles Glück der Welt und wäre ja fast durchgekommen. Aber die Situation, die werden wir öfter sehen. Das wird eine packende Schlussphase jetzt. Da packt Nevin Subotic zu. Für mich absolut in Ordnung, weiterlaufen zu lassen. Moll, Dürholz. Nächste Konterchance. Ramos außen, Kehl in die Füße von Hefele. Jetzt ist es ein Fußballspiel, auch wenn das von der Qualität der Zuspiele teilweise aussieht wie irgendeine untere Liga. Aber das liegt an diesem Dorfackerniveau des Platzes hier in Dresden.
Hand so hoch von Mkhitaryan. Hummels. Platz ist da für Immobile. Und Błaszczykowski und Ramos. Und fast für Mkhitaryan. Tische. Bierholz. Ja, lässt sich auch wieder sehr theatralisch fallen, aber faul war es. Gehört natürlich alles dazu, um den Schiedsrichter auch etwas zu überrumpeln, die Zuschauer aufzubringen. Nächste Freistoßsituation über Fiel. Teixeira. Warum nicht? Der Dropkick. Da muss dann alles zusammenkommen, wenn sowas klappen soll. So, das ist die Situation davor. Also, Ramos macht das technisch noch sehr gut. Ja, und dann trifft er den Pfosten. Hefeler hat den Arm oben, also der Verdacht war naheliegend. Zieht die Hand aber weg und der Ball geht an den Innenpfosten. Großes Pech für Borussia Dortmund, aber selbstverständlich kein Strafstoß. Zu weit vorgelegt. Deswegen das unpräzise Abspiel. Mkhitaryan lässt sich abkochen von Dürholz. Ist zuletzt wieder untergetaucht. Während Marcel Schmelzer seine Seite gut unter Kontrolle hat. Da sind keine Angriffslawinen gekommen auf seinem Terrain von Teixeira, Kreuzer oder jetzt eben auch Stefaniak, Dürholz, die das relativ variabel und wechselhaft spielen über die Seite. Aber das macht er gut. Mehr versucht Dresden über die Seite von Oliver Kirch. Duell geschickt mit De Kerci. Auch Kirch allerdings heute wieder mit einer überzeugenden Leistung, gerade in der Defensive. Das sind unangenehme Duelle und das sind Gegenspieler, die super ausgebildet sind. Nochmal alle Jungen mit Perspektive, wo jeweils irgendwo in der Karriere der kleine Sprung drin war und es dann eben nicht gereicht hat, ganz hoch in die ersten Mannschaften, in die Clubs, wo sie ausgebildet wurden. Aber heißt nicht, dass es nicht noch reichen könnte. Und die technische Qualität etwa von Sinan Tekerci haben wir ein paar Mal angesprochen. Die ist auch bei Stefaniak da, auch bei Eilers. Die große Wirkung konnten sie nicht erzielen. Und das liegt eben auch daran, dass sie nach hinten das allesamt gut machen. Kirch wie Schmelzer drüben.
Kopfball, Staffette über drei Stationen. Tinkerci. Teixeira. Ramos Immobile. In der Theorie zu durchschauen, aber in der Praxis hier schwer umzusetzen. Auch die gelbe Karte ist in Ordnung. Gegen Blaschikowski, der tatsächlich hier und heute sein erstes komplettes Spiel offensichtlich über mindestens 90 Minuten machen wird. Nach dem Kreuzbandriss vor über einem Jahr im Januar 2014 ist es passiert. Ljubotic mit dem Querschläger. Stefaniak und wieder Schmelzer gut verteidigt. Hummels, Ljubotic bügelt es aus. Stand nicht geschickt, Ball kommt innen durch, aber so müssen Innenverteidiger zusammenspielen, sich helfen. Auch das hat in den letzten Wochen wieder besser funktioniert beim BVB zwischen Hummels und Ljubotic. Längst nicht mehr so viele Blackouts und Aussetzer, die wir ungewohnt häufig in der Hinrunde gesehen haben. Nicht nur von den beiden natürlich. Oft genug hat einer von beiden verletzt gefehlt. Risikodribbling da von Moll. Ja, viele Dortmunder müssen ihr Spiel komplett umstellen. Sie können nicht das machen, was sie gewohnt sind. Ball annehmen und den Torhüter mitnehmen oder elegant den Mitspieler bedienen. Es geht nur dann auch manchmal über diese Befreiungsschläge, die ja fast verboten, verpönt sind im Spiel des BVB. Aber das gilt für jede gute Mannschaft. Es gilt, sich eben den Gegebenheiten anzupassen. Kirch, Blaschikowski, Gündoğan. Schlemmerek, ja, also gut, die letzte Option war die beste ins Aus, aber jeder Rückpass, auch Gündoğan, muss sich natürlich fragen, jetzt wird es Eckball geben, warum spiele ich von der Mittellinie den Ball zum Torwart? Genau das beschwört so etwas fast darauf. Schlemmerek will nichts falsch machen, den Ball lieber dreimal kontrollieren, schon ist ein Dresdner Angreifer da. So gibt's gut 5 Minuten vor dem Ende nochmal Eckstoß. Hummels klärt das Ganze für Schlemmerek. Dürholz. Luca Dürholz. Auch alle U-Nationalmannschaften gespielt. Scouts von Real Madrid hatten ihn mal auf dem Schirm, wollten ihn holen. Seinerzeit aus der Jugend von Bayer Leverkusen. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Kein Abseits, Schiedsrichterassistent steht glänzend. Viel Aufregung um nichts. Haken wir es ab, gehört dazu. Der eine schiebt, der andere hält dagegen. Wir sind in den letzten 3 Spielminuten der regulären Spielzeit. Dynamo versucht alles, um noch mal irgendwie zu einer Chance, noch mal zu einer Ecke, zu einem Freistoß zu kommen. Ljubotic, Hefele auch schon mit vorne, hat die Position hinten in der Innenverteidigung zumindest vorübergehend mal ruhen lassen. Jetzt macht er sich wieder zurück auf den Weg ins Zentrum.
Dass die Mannschaft ein gravierendes Kraft- und Konditionsproblem hat, ist nicht zu sehen. Sie haben jetzt in der Schlussphase wirklich zugelegt. Natürlich auch, weil sie zurückliegen. Sie müssen mehr tun, aber sie fordern Dortmund hier über die gesamte Spielzeit. Großes Kompliment, so oder so, für den Drittligisten. Den Körper rein, geht zum Kopfball hoch. Kleinliche Entscheidung von Tobias Welz. Der ist Champions League-Spiele gewohnt. Da wird das im Leben nicht gepfiffen. So gibt es den Freistoß, den sich alle gewünscht haben bei Dynamo Dresden. Erdmann hat Immobile zugegriffen. Gündoğan. Laschikowski. Nicht im Abseits, Immobile. Fiel. Subotic spitzig im Zweikampf, nah am Mann, ob an Dürholz oder an Einers, der noch keine Wirkung erzielen konnte. Genauso Kehl jetzt hier gegen Tekerci. Konterchance. Ramos. Zu lang mit dem Ball gelaufen. Mkhitaryan war frei. Gündoğan macht das eleganter. Błaszczykowski, das ist die Chance. Mkhitaryan und Immobile. Mann des Spiels, Deckel drauf. Letzte Minute. Und jetzt fällt ihm ein, hey, ich bedanke mich draußen bei dem Mann, der den Ball blendend zurückspielt. Happy End auch für Jakub Błaszczykowski in seinem ersten Einsatz. Über 90 Minuten. Guter Ballgewinn von Tekerci. Ja, das ist Vorteil durch Technik. Gündoğan. Und Błaszczykowski hat noch die Kraft, diesen langen Lauf zu machen und Immobile zu bedienen. Ja, das ist das Spiel von Ciro Immobile. Warten auf die Zuspiele, flach am liebsten. Der Ball holpert zur Abwechslung mal nicht. Und Marco Reus ist die Erleichterung anzumerken. Nach einem zähen Spiel, nach einem kraftraubenden Spiel auf einem ganz schlechten Rasen hat Borussia Dortmund, da es in die Nachspielzeit geht und Bender noch bereitsteht für einen letzten Wechsel auch, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, die Partie entschieden. Błaszczykowski geht, er hat die 90 Minuten geschafft. Kann auch noch wichtig werden in den nächsten Wochen für Borussia Dortmund. Und erst jetzt in der Nachspielzeit merkt man richtig, wie die Anspannung hier langsam auch die Dortmunder Bank verlässt. Es gab eine Reihe von kritischen Situationen. Sie haben sich hier und da auch mal, siehe Hummels oder eben Gündoğan, selbst in die Bredouille gebracht mit Rückpässen. Sie haben dankend die Vorlage von Michael Heferle aufgenommen. Wer weiß, wie diese Partie gelaufen wäre, wenn dieser Riesenbock nicht passiert wäre, kurz nach der Hälfte. Dortmund hatte keine Lösung. Dresden hat das super gelöst mit der nötigen Härte. Mit intensiven Zweikämpfen hat Dortmund keinen Raum gegeben. Und sie haben sich insbesondere ohne Reus und ohne Aubameyang, auch ohne Nuri Sahin, aber das hat Kehl, was die Zweikämpfe angeht, sehr gut kompensiert. Sehr schwer getan. Da war die Mannschaft schon hier und da an ihren Grenzen. Komplett gefordert von Dynamo Dresden. Die Stimmung, die ganze Atmosphäre, das Stadion. Bundesliga reift, das sind Bundesliga-Arbeitsbedingungen. Das ist die Chance für alle, die hier bei Dynamo spielen und die noch so jung sind, sich hier vor so vielen Zuschauern Woche für Woche zu zeigen. Und vielleicht geht ja noch was. Da dann gleich die Konzentration der Liga gilt. Vielleicht geht noch was Richtung Aufstieg. So groß ist der Rückstand nach vorne nicht. Abgesehen mal von Arminia Bielefeld. Die Mannschaft dürfte ja in der dritten Liga durch sein. Großer